Weißt du, wie erfolgreich ein Angler sein wird, der mit seinem Boot seine Angel auf dem See hinausfährt, aber seine Regenwürmer vergessen hat oder die falschen Köder an seinen Angelhaken macht? Er wird nichts fangen. Und genauso wirst du auch nichts fangen, wenn du keine oder die falschen Keywords verwendest. Und deshalb zeige ich dir eine Methode in 7 Schritten, wie du die richtigen, die besten Keywords findest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und unsere über 40 Berater helfen bundesweit Unternehmen dabei, erfolgreich zu gründen, zu wachsen oder schließlich auch zu verkaufen. Und auch für unser Unternehmen, genau wie auch das für unsere Kunden, gilt das eine. Das Marketing, das Keywords finden und einbauen, immer Chefsache bleibt. Denn du musst als Chef, als Unternehmer, als Inhaber deines Unternehmens schon wissen, nicht nur wer deine Fische sind, sondern was die auch gerne essen, welcher Köder schließlich am Angelhaken dann auch gehängt wird. Der erste Schritt von den 7 Schritten ist, dass du dich auf die Suche machst, herauszufinden, was überhaupt gesucht wird. Wir nennen das klassischerweise die Suchvolumenanalyse. Das kannst du dir im übertragenen Sinne so vorstellen, wenn nur ein einziger Fisch einmal am Tag einen Regenwurm sucht, dann macht es keinen Sinn, möglichst viele Regenwürmer, 100 Haken beispielsweise, in den See zu hängen, wenn nur ein Fisch da ist. Solche Tools wie der Google AdWords Keyword Planer helfen dir dabei herauszufinden, wo suchen User einen Begriff 10-mal, 100-mal, 1000-mal oder 1 Million-mal am Tag. Und sicherlich macht es für dich mehr Sinn, die Keywords herauszufinden, die 1000-mal oder 1 Million-mal am Tag gesucht werden. Der zweite wichtige Schritt ist, dass du die Keywords, wo ein hohes Suchvolumen auftritt, unterscheiden lernst, einmal in informatorische Keywords und in Sales Keywords. Informatorisch heißt, dass jemand, der noch nicht käuflich genug ist, der noch nicht heute zum Beispiel eine Waschmaschine kaufen will, der gibt erstmal ein Stiftung Warentest oder Verbrauchertest, Waschmaschinen im Vergleich, 9 Liter, kostengünstig, energieeffizient. Dann wird dieser User zunächst mal sich informieren wollen. Der ist noch nicht käuflich und der erwartet auch noch nicht, auf eine Landingpage zu kommen, um heute einen Kaufabschluss zu tätigen. Wenn aber jemand folgende Keyword-Kombination eingibt, wie Miele, 9 Liter, Berlin, Lieferung, Altgerät mitnehmen, Anschluss inklusive, dann sind das alles Indikatoren darauf, dass jemand heute kaufen will. Wenn jemand diese Sales-Keywords eingibt, dann will der nicht auf eine Stiftung Warentestseite erneut zurückgeführt werden, um alles zu vergleichen, sondern will heute kaufen. Das heißt, diese Sales-Keywords, die führen dann auch auf eine Landingpage, wo dann verkauft wird. Als dritten Schritt brauchst du denn Tools wie beispielsweise KeywordTool.io oder AnswerThePublic-Tools. Die kannst du nämlich einsetzen, um von den Keywords abgeleitete Longtail-Keywords zu ermitteln. Also herauszufinden, was sind die Suchwortgruppen, die dein User, deine Zielgruppe in die Suchmaschine eingibt. Im vierten Schritt brauchst du denn Tools, die aus diesen Keywords und aus den Longtail-Keywords dann auch die entsprechenden Suchanfragen in Form von W-Fragen analysiert. Egal, ob es der Question Finder ist oder der Spriesterbach-Tool, diese Software durchsucht das gesamte Web nach Fragen, die dann zu den Keywords entweder führen oder diese Keywords beinhalten. Denn diese Fragen helfen dir dann tatsächlich auch später die richtigen Texte in die Anzeigen auf die Landing- oder Informationsseiten zu stellen. Nun liegen noch 3 weitere Schritte vor dir, wie du optimal und ganz genau deine Keywords findest. Der 5. Punkt ist relativ simpel. Das Ganze, was du bisher gemacht hast, das wird nun bewertet nach einem gewissen System und dann wird Punkt 6 und 7 umgesetzt. Wenn du also wissen möchtest, wie die Gesamtmethodik weitergeht, also auch Punkt 6 und 7 erfahren willst, damit deine Seiten, dein Content einfach immer weiter nach oben kommt auf der Google-Seite 1, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Wir haben in unserem Team viele Experten, die dich gerne dabei begleiten, diesen Prozess abzuschließen, umzusetzen und stetig zu verbessern. Diese Experten sind aber auch zertifiziert und zugelassen und können deshalb auch mit Beratungsfördermitteln unterstützt werden. Das heißt, du kriegst zwischen 50 bis 100% der Kosten auch erstattet. Das heißt, für dich heißt es jetzt Daumen hoch machen für das Video, gerne den Kanal zu abonnieren und sofort Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch, um deine Keywords zu finden. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch.
Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.